Es gibt ja tausende, nein, wenn nicht sogar Millionen Arten, wie man einen Golfschläger erfolgreich schwingen kann. Ich habe so ziemlich jede Art in meinem Leben bereits probiert. Und in dem heutigen Video zeige ich dir, was ich gelernt habe, was besonders gut funktioniert. Also bleib dran, wir starten jetzt. In den nun fast 20 Jahren, wo ich Golflehrer bin, habe ich eine Vielzahl von Golfstunden gegeben. Egal, ob das jetzt ein Anfänger war, ein Normalgolfer oder auch ein Tourspieler. Ich habe in all diesen Jahren von jeder Spielklasse selber für mich gelernt, was wichtig ist im Golfschwung und was nicht. Zusätzlich habe ich ja viele, viele Ausbildungen gemacht bei Top-Coaches, bei Biomechanikern und auch meine technischen Geräte, die ich beim Golfunterricht verwende, haben mir viel beigebracht, was beim Golfschwung wichtig ist und was nicht wichtig ist und vor allem, was der Golfer am leichtesten umsetzen kann und was nicht. Durch all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich nun die Pause-Golf-Methode im Laufe der Zeit entwickelt. Und heute möchte ich dir drei wichtige Sachen aus dieser Methode erzählen, die mir sehr, sehr wichtig sind, wo ich weiß, dass diese Sachen Golfern im Regelfall sehr, sehr helfen. Schau dir das bitte an und viel Spaß dabei. Die erste Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt für einen guten Golfschwung, ist die sogenannte Ellbogenstruktur. Was heißt das? Im Prinzip kannst du dir vorstellen, dass die Ellbogen ja im Setup einen gewissen Abstand haben. Dieser sollte übrigens nicht sehr groß sein. Ich mag es nicht, dass die Ellbogen weit auseinander sind. Ich habe es ganz gern, dass der hintere Ellbogen, also der rechte als Rechtshänder, ein wenig von Gefühl Richtung Ziel gedrückt wird, bereits im Setup. Und ich mag es auch, dass er leicht gebeugt ist. Das ist eine sehr, sehr günstige Position. Jetzt habe ich hier so circa, was werden das sein, so circa 10 cm Abstand, sagen wir mal. Und was mir jetzt wichtig ist in einer solchen Bewegung, ist es, dass die Ellbogen jetzt im Aufschwung eng beieinander bleiben. Das heißt, ich möchte, dass diese 10 cm, wenn wir uns das vorstellen, dass die hier auch im Aufschwung so bleiben und nicht weit auseinander gehen. Du siehst hier eine Zeitlupenaufnahme von mir mit einem Treiber, wo mir dies nicht sehr gut gelingt, wie du sehen kannst. Die Ellbogen sind sehr, sehr weit auseinander und auffallend ist, dass der Rückschwung dadurch sehr, sehr lang ist. Ich habe zwar diesen Ball relativ gut getroffen, aber ich habe mit dieser Methode fast keine Chance, konstant gut zu treiben. Und das war auch ein Fehler, den ich selber über Jahre gemacht habe. Das Problem ist, wenn die Ellbogen zu weit auseinander sind, dann beginnt man eben auch mit dem Ellbogen auch zu viel abzuknicken hier und mit dem Handgelenk zu viel zu machen. Und das Problem ist, dass dadurch der Schläger viel zu steil runter startet. Wir wollen, dass der Schläger ein bisschen flacher hier kommt, gut zum Ball kommt, und wenn ich das mache, dann fange ich so an und dann muss ich das irgendwie reparieren in letzter Sekunde. Und das ist etwas, was viele, viele Golfer als Problem in ihrem Golfschwung haben. Und fast jeder Golfer, den ich kenne, tut es sehr, sehr gut, die Ellbogen im Aufschwung eng beieinander zu haben. Du siehst hier in dieser Zeitlupenaufnahme die andere Version von mir, wo ich wirklich versucht habe, die Ellbogen sehr, sehr nahe zu haben. Und man sieht auch, dass dieser Schwung wesentlich stabiler ist. Eine zweite wichtige Sache für die Ellbogenstruktur ist es auch, sich den rechten Arm anzusehen. Man möchte ja nicht, dass die Ellbogen überhaupt zu viel abbiegen. Und hauptsächlich wird diese ganze Sache vom rechten Arm gesteuert. Wenn ich den Ellbogen jetzt im Aufschwung habe, möchte ich hier diesen Winkel hier nicht viel enger als 70 bis 90 Grad haben. Das sind 90, vielleicht in der 70. Ja. Und wenn ich in vielen Golfschwingen reinschaue von meinen Schülern, sehe ich oft, dass sie 120, 130 Grad überwinkelt sind. Und das ist dann das Problem, dass dann, wenn das passiert, dann gehen die Ellbogen hier hinauf. Und dann bekommt man das Problem, dass die Schulter in einer Position ist, dass man nur hier so runterdrücken kann. Und das ist eben das Riesenproblem, was man bei der Sache hat. In diesem Zeitlupenvideo kannst du noch einmal die Bewegung meines rechten Ellbogens in Zeitlupe studieren. Und du siehst, dass ich sehr wohl den Ellbogen schon sehr früh im Schwung beuge, also falte, aber nie wirklich viel zu viel davon mache. Ja? Ich habe nur vielleicht 70 Grad Winkel im rechten Arm. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Übung, die man machen kann, um bereits zu lernen, wie sich das anfühlt, wie der rechte Ellbogen sein soll. Ist der rechte Ellbogen nämlich in einer guten Position, dann wird der linke Ellbogen auch nicht zu viel überwinkeln und das wird deinem Golfspiel sehr, sehr helfen. Wenn man über die Ellbogenstruktur spricht, muss man ja auch fast gleichzeitig über die Handgelenke sprechen. Und hier ist es so, dass die meisten Golfer das Problem haben, dass sie versuchen, diese viel zu viel hinaufzuwinkeln. Ja, sie versuchen viel zu viel den Schaft hier mit dem linken Unterarm hier einen zu großen spitzen Winkel zu erzeugen, mit dem Glauben, dass man hier
dadurch den Ball länger schlagen kann. Und das ist ein kompletter Blödsinn. Was da passiert ist, ist, dass da meistens die Golfer Folgendes machen, dass das Handgelenk so knickt, dass der Handrücken hier so zusammenfällt und die Schlagfläche aufgeht. Und dann hat man das Problem, dass man im frühen Abschwung eine offene Schlagfläche hat. Und das zu reparieren, ist für die meisten Golfer fast unmöglich. Ich möchte dir deswegen eine Übung zeigen, die mir auch sehr geholfen hat, damit ich eine bessere Ellbogenstruktur bekomme und auch weniger mit dem Handgelenk winkle. Und dazu brauchst du nur diesen Alignment-Stick. Was ich mache ist, ich gebe ihn hier unter die rechte Achselhöhle und halte ihn hier gut fest. Der Stab zeigt jetzt so leicht vor die Brust hier. Und die Idee ist jetzt, dass du aufschwingst und versuchst mit dem linken Arm nicht zu stark in diesen Alignment-Stick reinzurahmen. Das heißt, du willst nicht sowas machen, dass das hier rauf geht, sondern du wirst im Prinzip, sobald du den Stab spürst, aufhören. Um so zu schwingen zu können, musst du auch den rechten Arm in einer sehr guten Position haben und darfst nicht anfangen, den Ellbogen hier so wegzugeben. Du musst hier sehr, sehr gut Struktur bewahren, damit dieser Alignment-Stick drin bleibt. Und das dritte Gute ist, du wirst nicht auf die Idee kommen, dass du die Handgelenke exzessiv winkelst, wenn du das machst. Und das ist bereits eine sehr, sehr gute Übung, dass man einfach ein Gefühl bekommt für eine guten, stabilen Schwung, wo man sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich habe den linken Arm mit dem Stab getroffen, der Ellbogen ist in einer guten Position, die Ellbogen sind eng und ich habe wenig Handgelenkwinkel und dann kann ich hier gut durchschwingen. Unbedingt probieren diese Übung. Es geht jetzt mit einer weiteren wichtigen Sache weiter, aber ich würde dich bitten, wenn dir dieses Video gefällt, dass du einen Like hinterlässt und es in Erwägung ziehst, den Kanal zu abonnieren. Sprechen wir noch über eine andere wichtige Sache in meiner Schwungmethode. Und zwar ist es mir sehr, sehr wichtig, dass man die Vorstellung hat im Golfschwung, dass der Oberkörper nicht zu viele seitliche Bewegungen hat. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass hier der Brustkorb ist, der ist so ein bisschen so oval, und dass hier in der Mitte, hinter dem Brustbein, kann man sich vorstellen, ein Punkt ist. Und dieser Punkt, der soll im Prinzip im Aufschwung zwischen deinen Füßen bleiben. Ja, ist genau hier. Was viele, viele Golfer machen, ist, dass sie im Aufschwung die Mitte des Brustkorbs hierüber bewegen, also zu weit nach rechts. Und da gibt es dann große Probleme, weil da kommt man nie wieder zurück. Man sieht aber auch Folgendes, ist auch nicht selten, dass im zweiten Teil des Aufschwungs, dass die viele Golfer beginnen, den Brustkorb zu weit nach links zu neigen und dann bekommt man in so ein, man sagt dazu Reverse Pivot, Reverse Bein hinein. Und das verursacht dann auch viele Probleme für den Abschwung. Wenn du mehr über die Körperdrehung wissen möchtest, da habe ich hier ein exzellentes Video, das ich dir empfehlen kann. Schau dir das unbedingt an und wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite hoffentlich. Tschüss!